kein Einzelfall, der Krachskandal, im Gegenteil, der wird zur ganz großen Welle. Und das ist bestimmt keine Welle der Begeisterung. Zwar fangen lediglich Handyaufnahmen das krankmachende Geräusch ein, dennoch kann man sich wohl vorstellen, das hier ist kein Spaß, sondern bitterer Ernst bei der normalerweise schönsten Nebensache der Welt. Dass Dortmunder und Hoffenheimer keine Freunde sind, das ist ja allseits bekannt. Doch jetzt hat das Ganze nochmal eine neue Dimension bekommen, ein Augenzeuge berichtet. Plötzlich gab es ein ganz, ganz lautes Geräusch, habe ich mich sofort umgedreht und hinter mir, keine 5-6 Meter von mir weg, stand ein Kasten mit Lautsprechern drauf und machte ganz schrille Geräusche. Keine einmalige Aktion übrigens, sondern angeblich eine Maßnahme, die bei 3 weiteren Gegnern außer dem BVB zum Einsatz kam und das sogar mit einem Regisseur. Das war dann so bei jedem Mal, wenn diese Gesänge angestimmt wurden, habe ich mir das Gerät mal angeguckt und bin dann mal zu den Kollegen gegangen, Ordnungsdienst, stand am Spielfeldrand und habe gefragt, was das ist und bekam zur Antwort, dass dieses Gerät bei Schmährufen eingeschaltet würde und dass jemand es betätigen würde, sobald er, der etwas weiter weg sitzen würde, sobald er solche Geräusche hören würde, die gegen Schmährufe gegen Herrn Hopp, würde das Gerät eingeschaltet. Bei den BVB-Oberen hält man sich aber weitgehend bedeckt. Man will nicht mal daran denken, dass es sich um eine Aktion handelt, die von Hoffenheims Vereinsseite vielleicht sogar gebilligt wurde. Ich bin ziemlich sicher, dass die Vorgänge aber darüber hinaus sicherlich noch untersucht werden, aber ganz bestimmt nicht mehr von uns. Das ist nicht mehr unser Thema. Wir haben klar gesagt, dass wir da natürlich verstehen, dass sich da einige oder viele von unseren Fans da eben körperlich traktiert fühlten und dafür hat man sicherlich auch Verständnis. Die Schallattacken auf die BVB-Fans im Hoffenheimer Stadion, das ist natürlich das große Thema in Dortmund. Es wird intensiv diskutiert, teilweise mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, teilweise allerdings auch mit Wut. Denn ein BVB-Fan, der hat, so heißt es zumindest, einen Hörsturz davongetragen. Ich stehe hier mitten in der Fußgängerzone von Pforzheim. Hier befindet sich die Anwaltskanzlei desjenigen, der als erstes Anzeige wegen Körperverletzung erstattet hat. Im Laufe des heutigen Tages sind 10 weitere Anzeigen bei der Polizei in Heidelberg eingegangen. Bemerkenswert ist, dass Rechtsanwalt Sörensen zugegeben hat, dass sein Mandant schon vor dem Spiel Hoffenheim gegen Dortmund gesundheitliche Probleme im Gehörgang gehabt hat. Durch die Beschallungsanlage soll sich das Ganze dann zu einem Hörsturz entwickelt haben. Für den Pforzheimer Fan und seinem Anwalt ein klarer Fall von Körperverletzung. Der Mandant, der namentlich nicht bekannt gegeben werden möchte und auch seine Privatsphäre geachtet wissen möchte, verfolgt mit der Strafanzeige und mit seinen nachfolgend zivilrechtlich geltend gemachten Ansprüchen keinerlei Schädigung bzw. böses Blut zwischen den Vereinen Borussia Dortmund oder TSG Hoffenheim 1899 zu schaffen, sondern es geht ihm lediglich darum, dass er geschädigt wurde und das durch eine Handlung, die unseres Erachtens nach auch der TSG anzurechnen bzw. wofür sie haftbar zu machen ist. Fehlt nur noch der Corpus Delicti. Die Polizei ermittelt. Es ist ja die Frage, kann diese Anlage überhaupt, so wie behauptet wird, diese Körperverletzungen hervorrufen? Dazu ist zu sagen, dass wir zwischenzeitlich mit Stand heute Morgen 10 Uhr 5 formelle Anzeigen per Mail bekommen haben. Weitere 5 Mails mit Hinweisen, die wir auch als Anzeige zu werten haben. Und ich gehe mal davon aus, nach dem, was ich erfahren habe aus den Medien und was im Netz steht, dass wir im Laufe der nächsten Tage und Wochen noch mehrere Anzeigen bekommen werden. Klar ist, dass bei so einer Angelegenheit auch der DFB-Kontrollausschuss eingeschaltet ist. Also der Kontrollausschuss ist jetzt schon tätig und führt, wie gesagt, diese Vorermittlung, wird dann die Stellungnahme, die aus Hoffenheim kommt, auswerten und anschließend wird dann der Kontrollausschuss entscheiden, ob er ein Verfahren einleitet, ja oder nein. Was vielleicht gar nicht wirklich böse, sondern eher als erzieherische Maßnahme gemeint war, schlägt hohe Wellen. Die Beschallungsanlage von Hoffenheim wird Konsequenzen haben. Oder muss der Fan der Zukunft es etwa diesem jungen Herrn nachmachen? Na, das ganz sicher nicht. Ich bin mir aber fast sicher, dass dieses Thema uns noch einige Tage begleiten wird.